Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir haben im letzten Part Mr. Admiral Nox erledigt. Der hat ihn nicht mehr wollen, der war schon. Hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit lassen, dann. Aha. Dann hätte er sich von selber umgebracht. Okay, was? Blau, was? Blau, gelb, türkis, orange. Türkis, orange. Warum kommen sie? Okay, jetzt, wo Nox aus dem Weg ist, brauche ich mein Signal nicht mehr zu tarnen. Finde den Kontrollraum, von dem aus man die Lagerhalle überblickt. Dort befindet sich das Computer-Interface für den Zünder. Athena, Ende. Warum kommen die Spieler immer erst am Ende mit irgendwelchen neuen genialen Ideen? Jede Menge Munition hier. Bevor du den Zünder platzierst, musst du die Munition freilegen, um sicherzustellen, dass sie vernichtet wird. Die Steuerung dafür ist ganz in der Nähe. Athena, Ende. Sobald du den Zünder platziert hast, startet der Countdown. Ich schlage vor, du schnappst dir so viele Waffen wie möglich, bevor er abgelaufen ist. Betrachte es als Lohn für deine Hilfe. Stimmt, Inventar größtenteils leer. Athena, Ende. Weitermachen. Ja, jetzt kann man sich hier Sachen schnappen. Auch wenn vermutlich nichts Interessantes dabei ist, muss man auch sagen. Zumindest habe ich so diese Befürchtung. Ah, da sieht man zwar abwechselnd mal einen Countdown, 2 Minuten. Hallo. Das ist eigentlich nur gut für Geld. So. Schauen, dass man rauskommt. Die Frage, wo geht's hier raus? Scheiße, ich habe nämlich keine Ahnung wo. Wo man hier raus kann. Minus 2 Minuten. Ja, achso, vielleicht hier nur dort raus einfach. Wahrscheinlich. Nur Schrott. Es ist nur Schrott überall. Das bringt uns bestenfalls Geld. Geld, was wir vermutlich nicht mal wirklich brauchen, weil wir eh extrem viel haben. Okay, wir sind voll. Das ist schon eine coole Idee, was sie da haben, aber bringen das nur leider nicht allzu viel, weil alles Schrott ist. Eine Minute, dann bist du eine rote Schleimspur im Sand. Beeil dich! Ja, ja. Keine Sorge. Wir gehen ja schon. Ich sehe noch Müll hier. Scheiße, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten hier gar nicht hin. Anders hin. Das ist jetzt natürlich. Da hinein und rechts. Na, ah, schauen wir mal, ob wir das jetzt noch schaffen. Mist, wir sind doch nicht dort raus einfach. Noch weiter. Hast nur noch 30 Sekunden. Ja, ich weiß nicht durch. Okay. Ja, auch egal. Dann sterben wir halt hier. Machen wir es halt noch einmal. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Oh, hier hin. Okay. Und hier unten? Ja. 10 Sekunden! Ja, jetzt bin ich hier unten, aber hier unten muss ich offensichtlich nicht hin. Okay. 4, 3, 2, 1.
Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Egal. Das ist ja das Problem, wenn man keine Festmarke setzen kann, ne? Ja, die würde ich die Festmarke einfach setzt. Und vielleicht ist es auch egal, ob man da rauskommt oder nicht. Zumindest sieht es irgendwie so aus. Immer Markus das Outro gemacht. Diesmal gibt's kein Outro. Nur die Credits einfach. Und scheinbar sind wir da drin noch nicht draufgegangen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Tjo. Und wir sind wieder hier. Oh, sorry. Ja, vielleicht hätten wir doch hier abhauen müssen. Ja, keine Ahnung. Okay, was machen wir eigentlich? Haben wir noch irgendwelche offenen Quests? Nein, wir müssen nur zurück zu T-Bone Junction. Das heißt, wir werden uns gleich dort sehen. So Freunde, hier sind wir wieder zurück in T-Bone Junction. Alles klar. Sieht alles gut aus. Zeit, Quests abzugeben und von hier endgültig zu verschwinden. Thank you.
Okay, das müssen wir bei der Crimson Tower wieder abgeben. Das würde ich bei Athena, das bei Markus und das auch bei Athena, okay. Gewalt gegen die Unterdrücker. Überlasst das Kämpfen für euer Leben am wichtigsten Zeitfinden, bevor ihr antwortet. Atlas! Ich danke dir für dein Engagement. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Das ist für dich, was es dir verdient. Was, das ist Schrottteil? Hallo, Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Alter, was? Man merkt doch schon, für Borderlands 2, das ist von Hyperion die Waffe. Mhm. Was soll ich mit dem Ding machen? Hallo, hier Markus. Ich habe was Passendes für dich. Aha. Komm zu mir, nach T-Bone Junction. Oh Gott, jetzt kommen sie wieder mit neuen Quests. Okay. Okay. Wir sind hier wohl doch noch nicht fertig. Jetzt geht's uns wie Nox. Wir wollen weg von hier, aber können nicht. Ich hab die Lagerhalle aufgekauft, die du hochgejagt hast. Du wärst platt, was ich da noch alles gerettet hab. Wenn du einen Job für mich übernimmst, darfst du ein bisschen shoppen gehen. Was meinst du? Aha. Aha. Okay. Hyperion fragt, was nützt eine Waffe, die dich dorthin schießt, wo niemand zielt? Kaufen Sie eine Waffe, die so präzise schießt, wie sie selbst. Dann bis später. Und wo trifft du? Ist das alles? Circle of Duty, wo auch immer das ist. Das ist auch irgendwo. Das. Okay, das ist. Ja. Okay, machen wir jetzt mal das hier. Jetzt weiß ich, wie sich Nox fühlt. Du bist nur hier weg, aber man lässt dich nicht. Es gibt noch mehr zu tun, noch mehr zu tun, noch mehr zu tun. Let's go.
Es wird immer einfacher mit denen. Ding soll ich das abgeben, ja? Okay, alles klar. Okay. Am besten gar nicht nachfragen. Wo müssen wir da hin? In diese Richtung müssen wir wieder weiter. Ich hoffe, die Questreihe ist jetzt nicht mehr zu lang. Fahrzeug könnte man im Original brauchen, ne? Im Hauptspiel. Wäre es ja wirklich. Was? Jetzt hat sie mal wieder. Hä? Was? Was? Liegt vergessen daher? Okay, ich werde mal hier den Part beenden und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.